Und wir sind wieder zurück beim Unity Tutorial. Heute geht es weiter mit den Touch-Systemen. Und heute ist ein etwas einfacheres Thema dran, nämlich ganz einfach, wie erstellt man einen sogenannten Swipe? Ein Swipe ist ja, wenn man, hab schon wieder hier, einen Punkt hat, dort drückt man drauf und dann swipet man in eine bestimmte Richtung. Also schiebt den Finger in eine bestimmte Richtung. Das geht nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. In alle Richtungen können wir swipen. Und wir haben bereits kennengelernt, dass wir mit dem diesen Punkt hier abfangen können, an dem wir halt am Ende landen. Und ja, diesen Strich quasi, also diese Linie dazwischen. Und heute brauchen wir allen Ernstes nur diese Linie dazwischen. Denn allein mit der kann man schon feststellen, in welche Richtung geswiped wurde und können damit einfach dann sagen, was wir halt auslesen müssen. Und dafür erstelle ich natürlich erstmal ein neues Skript. Das nennen wir jetzt einfach Swipe und starten Visual Studio. Ich hätte es vorher starten sollen. Dauert ein bisschen länger. Und ja, wie machen wir das zuallererst? Damit ihr das gut sehen könnt, mache ich erstmal ein Public Game Object Cube. Wir wollen nämlich heute mal den Cube steuern. Und jetzt einfach if input.touchCount ist gleich 1, denn wir wollen ja diesmal nur mit einem Finger das Ganze bewegen. Dann wollen wir natürlich erstmal einen Touch erhalten. Und das ist natürlich dieser Touch 1 hier. Oder einfach nur Touch, ist egal. Ist gleich input.getTouch, Klammer auf, 0. Denn es ist ja der erste Wert aus dem Touch Array und er hat natürlich den Index 0. Und da wir das jetzt haben, können wir einfach zum Beispiel dem Cube eine bestimmte Richtung zuweisen, in der er sich bewegen soll. Und dann machen wir das jetzt einfach mal, indem wir einfach, ja, sagen wir einfach erstmal, der kriegt eine bestimmte Private Float Direction. Oder, ja, wir machen mal nur in zwei Richtungen soll er sich bewegen. Und nee, kann sich schon in mehr Richtungen bewegen. Machen wir erstmal so. Diesmal habe ich mir nicht wirklich ausgedacht, was ich hier vor euch programmiere. Normalerweise mache ich mir mehr Gedanken darüber, aber diesmal einfach nur. Heute geht es um Touch Swipe. So, jetzt haben wir zwei Richtungen. Und jetzt müssen wir natürlich die Richtung feststellen. Und dann machen wir das wieder mit if touch Punkt Delta Position Punkt X, denn das X ist ja die X-Koordinate, also von links nach rechts oder rechts nach links, kleiner, größer 0. Also, wenn sie in diese Richtung geht, soll sich auch der Würfel in diese Richtung bewegen. Also hier wie mein Pfeil gerade. Und ja, jetzt müssen wir den Würfel bewegen, das heißt Cube. Punkt Transform. Na. Punkt Position ist gleich New. Wobei, nicht Position. Punkt Translate. Klammer auf. Und jetzt wollen wir ihn natürlich in der X-Richtung bewegen. Das heißt 1 mal Time.DeltaTime, Komma 0, Komma 0. Also nur in der X-Richtung. Und das war's eigentlich schon. Da haben wir jetzt schon die erste Richtung. Else. Wozu habe ich das eigentlich mit der Richtung gemacht? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Weiter geht's mit Quatsch. Dem hier. Wenn X natürlich. Machen wir ein else if draus. Macht sich besser. Wenn x
also Delta Position Punkt X kleiner 0 ist, dann soll sich der Cube natürlich in die vollkommen andere Richtung bewegen. Also müssen wir hier ein Minus vor die 1 setzen und schon sind wir fertig. Jetzt kopieren wir das Ganze einfach erstmal und setzen das hierher und machen das Ganze einfach für y. Denn es ist ja ein zweidimensionaler Vektor und dementsprechend haben wir nur x und y auf unserem Display. Und jetzt nehmen wir einfach das, was wir hier normalerweise genommen haben und tun das aber nicht in y, sondern in z. Denn wir bewegen uns ja trotzdem in einer dreidimensionalen Welt und deswegen ist das dann die z-Koordinate. Bitte nicht verwechseln, weil ansonsten könnte das problematisch werden. So. Und da noch eine 0. Safe. Und ja, das war's eigentlich schon. Jetzt habe ich hier ein Terrain erstellt, was ich einfach direkt unter diesen Würfel gesetzt habe, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und die Kamera einfach ein bisschen ausgerichtet. Hier habt ihr die Werte, die ihr da halt reinsetzen könnt. Und wenn das Ganze halt so erstellt wurde, dann könnt ihr auch diese Variablen hier wieder löschen. Die haben wir nämlich nicht verwendet. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich habe vergessen, mein Handy anzustecken. Ich mache mal kurz Pause und bin gleich wieder da. Und ich bin wieder zurück. Und wir haben jetzt alles fertig. Und mir ist noch eingefallen, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich hier mit Delta Time arbeite, dass ich nicht direkt die Delta Time nehme, sondern das Zehnfache. Denn ansonsten könnte es etwas langsam werden. Also machen wir es lieber so, speichern das Ganze und attachen das einfach mal fix zur Kamera. Hallo? Jetzt. Ziehen den Cube dort rein und starten das Spiel. Und jetzt können wir hier einfach mit unserem Finger den Würfel bewegen. Ihr seht es ja schön an dem Schatten, dass er sich auch durch die Gegend bewegt. Und das Lustige ist, das Zoom-Script ist ja auch noch drin. Das heißt, wir können auch zoomen, rein und raus. Ja, ich habe keinen Rigid Body dran gesetzt, dementsprechend fällt er natürlich auch nicht runter, beziehungsweise er schwebt sowieso in der Luft. Aber im Großen und Ganzen seht ihr, es funktioniert. Und so könnt ihr halt eure Touch-Swipes einbauen. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Sachen damit machen, aber es geht hauptsächlich erstmal darum, wie könnt ihr das überhaupt abgreifen und was könnt ihr überhaupt dann damit so tun. Zum einen könnt ihr natürlich Dinge steuern, zum anderen könnt ihr halt auch bestimmte Menüs oder sowas öffnen, wenn ein Swipe existiert und er halt durchgeführt wird, dann könnt ihr das Menü zum Beispiel öffnen. Das ist alles euch überlassen, wie ihr das Ganze verwendet. Hier geht es hauptsächlich darum, wie funktioniert es eigentlich. Und jetzt wisst ihr es und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!